Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge This War of Mine, The Little Ones. Wir waren mit Katja in der letzten Nacht unterwegs und sind angeschossen worden aus dummen Gründen. Ich habe eigentlich nur meine Schaufel gezückt. Ich wollte mich nicht mit dem jungen Mann anlegen. Trotzdem hat er direkt auf mich geschossen. Und ja, Katja ist jetzt nicht gut drauf. Sie ist hungrig, verletzt, zufrieden und müde. Okay. Katja, geh mal nach oben. So. Du musst dich jetzt erstmal... Wo geht's denn hier hoch? Da geht's hoch. Katja wird sich jetzt erstmal bandagieren, würde ich sagen. Und den legst du dich mal pennen. Ne? Meine Gute. So, Pavle ist müde und hungrig. Dagegen können wir aber irgendwie nichts machen. Gute Katja ist natürlich auch müde. So. Aber wir können jetzt auf jeden Fall hingehen und ich glaube irgendwie ein paar Lebensmittel hier snacken, oder? Oder zumindest hier. Wir können Brennstoff herstellen. Das ist gut. Brennstoff herstellen ist immer ganz wichtig. So. Aber direkt normal. Den haben wir da nämlich schon mal ein bisschen was. So. Hungrig und... Du hast die ganze Nacht gepennt, Alter! Was ist denn los mit dir? Was können wir denn hier jetzt Neues bauen? Oh, wir können den Dietrich bauen. Dietrich baue ich mir mal definitiv. Dietrich ist immer eine geile Sache. Hier machen wir uns mal ein leckeres Mehl. Dass wir mal ein bisschen Happa-Happa haben. So, kannst du noch was bauen? Nee. Da brauchen wir Waffenteile für. Okay, für Messer. Das ist doof. Wir haben die Brechstange. Und eine Schaufel. Also sind schon mal zwei Dinge, die cool sind. So. Wer ist er denn hier? Wer bist du? Das war nicht einfach herzukommen, also lassen Sie uns was draus machen. Okay, wer bist du, Junge? Oh, der hat geilst. Alter Vater. Der hat hier viel geilen Shit dabei. Medikamente. Tabak. Ey, Halleluja. Junge, was willst du haben? Erzähl. Ich habe viel, viel Zucker. Sehr gewöhnliches Zeug ist besonders. Genau das, was er braucht. Dafür gibt er mir eine Menge, dann sagt er mir. Hast du denn Waffen? Nee, ne? Waffen hast du nicht. Ja. Ja, pass mal auf, dafür gebe ich die 4. Dann will ich den Teddybär loswerden. Sehr gewöhnliches Zeug, nichts Besonderes. Okay. Zucker kann ich dir trotzdem geben. So, was gibst du mir dafür? Also, Bandagen natürlich kosten viel. Medikamente, ja, das war klar. Alter, Vater, guck mal, ich gebe den 4 Elektroteile, 4-mal Zucker und einen Teddybär. Oder der junge Mann wird trotzdem nichts dafür herrücken. Da, warte mal, Wasser brauche ich. Das ist gut. Das wird aber nicht billig. Trotzdem. Tabak. Gebrauchsgüter. Oh. Ja.
Ich finde den Deal nicht schlecht. Also wir geben ihm ordentlich was von dem, was wir haben. Ich brauche keinen Zucker. Bisher nicht. Also 20 sollten reichen. Frage ist, ob ich noch ein bisschen Fleisch kriege, wenn ich ihn... Das wird aber nicht billig. Also wenn er mir das schon sagt, dann bedeutet das eigentlich hier... Katze knicken. So. Nee. Bleibst du hier stehen? Wenn ich jetzt gehe? Zeit zu gehen. Ich besuche sie wieder. Ja, danke. Das ist sehr nett. Super. Cool. Dann würde ich sagen, hören wir uns mal hier das Radio wieder an. Was wir heute hier finden. Da komm. Hallo, ich hatte eben einen Radiosender. Komm schon. Sei lieb. So. Ja, perfekt. Das wissen wir. Die kommenden Tage sollten nur schön warm sein. Ich spiele ein wenig klassische Musik hier. Sie hören Radio Pogogeln. Mit großem Bedauern müssen wir Sie darüber informieren, dass unser Kollege Jovan heute Morgen verstorben ist. Er wurde auf dem Weg zur Arbeit von einem Scharfschützen erschossen. Wir werden ihn vermissen. Alter Vater, das ist krass. Trotz desperater Gegenangriffe der Rebellen, um die Belagerung aufzuheben, bleibt Pogoren abgeschnitten. Die Regierungskräfte verhindern, dass jegliche Hilfe die Stadt erreicht. Mit der Begründung, dass sie den Rebellen in die Hände fallen würden. Okay. Das sind ja schon mal interessante News. Also die Scharfschützen sind aktiv. Können wir hier was Cooles bauen? Ne. Pavle ist hungrig und müde. Sie erholt sich. Bruno ist nur hungrig. Leg dich mal hin, Bruder. Heute ist der gute Bruno dran. So. Wir beenden den Tag. Ja. Die Nacht bricht ein. So. Pavle ist nicht mehr müde. Pavle wird Wache stehen. Und der gute Bruno geht plündern. So, jetzt ist natürlich die Frage. Da sind die Feindseligen immer noch Treffpunkt der Einheimischen. Pfarrer Oleg ist dafür bekannt, wohltätige Arbeit zu leisten und den Armen Unterschlupf zu gewähren. Vielleicht hat er etwas zu verschenken oder tauschen. Das klingt gut. Frage ist, nehmen wir... Da wäre Katja eigentlich ganz gut, weil sie gut falschen kann. Gehen wir mit 2? Oder gehen wir das einfach beim nächsten Mal an? Obdachlose hätten hier schon lange vor die... Hatten sich schon lange vor die Krieg... dort niedergelassen. Sie mussten schon immer mit dem Mangel an Nahrung kämpfen. Ich frage mich, ob sie die jüngste Nahrungsknappheit überlebt haben. Ja, okay. Nee, dann gehen wir da hin. Lassen Pavle Wache schieben. Katja pennt. Und mit Katja gehen wir nächstes Mal in die kleine Kirche. So. Bruno geht. Ah, Bruno hat einen kleinen Rucksack, ne? Bruno hat den kleinen Rucksack. Das ist schlecht. Schaufel sollte reichen. Also wir gehen kein großes Risiko heute ein. Wenn wir da irgendwie Gegner sehen, machen wir uns hier direkt vom Acker.
Es sei denn, es sind jetzt wirklich irgendwelche Obdachlosen, die sowieso nichts machen können. So, hier können wir schon mal ein bisschen looten. So. Zucker, ich brauche Wasser. Nehmt erstmal wieder alles mit. Ich muss wahrscheinlich erstmal durchgucken. So. Wenn ich genau weiß, was dahinter ist. Hier gehen wir nach oben. Das ist auch ganz wichtig, da durchzuschauen. Das ist eine große Butze, ne? Das ist mal eine richtig große Butze hier. So, noch mehr Wasser. Ja. So, durchschauen. Da sehen wir nichts. Im Brief steht, liebste Mascha, ich habe bei den Obdachlosen Unterschlupf gefunden. Ich bin kein Lehrer oder Künstler mehr, ich bin jetzt einer von ihnen. Es gibt nicht viel zu essen, einige meiner Freunde haben uns deswegen bereits verlassen. Aber mach dir keine Sorgen, sobald ich mit meinem Gemälde fertig bin, werde ich mir eine geeignetere Zuflucht suchen. Naja, ich glaube, wir sehen dich, mein Bruder. Da zweifel ich mal stark dran. So. Cool. So, hier nehme ich mal auch ein bisschen was mit. Ja, Zucker brauche ich eigentlich nicht. Ist das das Gemälde, was er gemalt hat, oder? Das Bild ist wahrscheinlich vor kurzem gemalt worden. Reich aussehende Leute sitzen gemeinsam inmitten eines übersehen zerstörten Gebäudes. Irgendeine Metapher nehme ich an. Okay. Was ist das? Gehen wir nach oben. Da ist ein Tod da drin, oder? Alter, da ist ein Tod da drin. Der ist tot. Davon kannst du ausgehen. Holz, 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 Holz. Okay, wir können da nur mit einem Sägeblatt durch. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal die... Nein. Direkt wieder runter. Sägeblätter haben wir noch nicht. Aber wir haben hier noch mehr als genug Räume, die wir uns angucken können. Ja, hier haben wir wieder Teile, die wir mitnehmen können. Ich brauche mal ein bisschen mehr Stuff hier. Oh, da hinten ist ein Feuer. Da hinten müssen irgendwo Leute sein. Da ist nochmal Wasser. Alter, hier sind ja wirklich die Hütten voller Gegenstände. Hier können wir uns verstecken. Hier können wir wieder hochgehen. Das heißt, falls wir hier von hinten überrannt werden, können wir darüber flüchten. So. Gucken wir jetzt erstmal drin. Da sitzt eine Obdachlose. Da gehen wir durch. Die lässt sich nicht öffnen. Toll! Na geil, ey. Können wir von oben? Irgendwie runterfallen oder irgendwie sowas? So. Und wir gehen einfach so. So, das reißen wir jetzt erstmal weg hier. Falls ich gleich flüchten muss, dass ich darüber flüchten kann. So, dann suchen wir mal hier eine Runde. Guten Abend, mein Herr. Na, was geht ab? Ich suche hier nur ein bisschen was. Ja, ich Nein, kann ich nicht. Du hast ja gar nichts, Alter. Ja, das ist mir egal. Ich habe auch nicht viel. Da geht's auch raus. Okay. Du brauchst selber Stuff.
Ich habe den Dietrich vergessen, ne? Oh, ich habe den Dietrich vergessen. Nein. Den Dietrich hätte ich mal mitnehmen sollen. Haben wir hier oben alles? Ja. So, jetzt ist die Frage, was nehmen wir alles mit? Guck mal, ich kann noch eins von diesen Teilen hier mir holen. Oh, Junge! Ich weiß. Ich habe aber leider auch nichts. Es tut mir echt leid. Danke. Es macht mich schon so ein bisschen traurig, dass ich ihm nicht helfen kann, aber was soll ich denn machen? Wir müssen ja auch erstmal überleben. Ja. Damit kann ich leben. Okay, wir machen die Tür zu. Ich war niemals da. Guck mal, hier rein. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nee, ne? Naja, auch nur Zucker und Holz. Okay, wir dampfen ab. Ab zurück. Und ja, liebe Leute, dann war es das schon für diese Folge. Wir haben die ersten 3 Tage überlebt. Hätte ich nicht gedacht, aber ich befürchte, irgendwann wird bei uns in die Hut eingebrochen werden. Aber wer weiß, an welchem Tag das sein wird. Wir kommen jetzt erstmal zu Hause an. Wir wurden ausgeplündert. Toll! Oh nein! Verdammt! Ja, klasse! Gut, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Also, ja, wir wurden ausgeraubt. Katja ist verletzt, hat eine tiefe Wunde. Wir haben keine Bandagen. Jo, jetzt muss ich mal gucken. Haben sie denn was geklaut? Wir hatten einige Waffen, aber sie reichten nicht für alle aus. Katja wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Das ist gut, wenn man nur 3 Leute hat. Aber okay, das werden wir uns beim nächsten Mal überlegen, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Eine neue Folge. This War of Mine, The Little Ones.